Wir haben in den letzten Jahren immer mehr festgestellt, dass es viele Kinder gibt, die im sozial-emotionalen Bereich Probleme haben, die nicht mit Gefühlen umgehen können, die eigene Gefühle nicht erkennen oder benennen können, die Gefühle bei anderen nicht erkennen. Da kam es dann viel zu Konflikten, einfach weil Kinder sich gegenseitig was Böses unterstellt haben, weil die nicht im Gesicht lesen konnten, dass etwas vielleicht aus Versehen passiert ist. Und dann gab es sofort Handgreiflichkeiten. Und dann haben wir auch eine Fülle von Kindern, die insgesamt Probleme haben, sich nicht wohlfühlen, Kopfschmerzen haben, also so unter Anspannung stehen. Und da hatten wir das Gefühl, wir müssen irgendwas machen, dass Kinder sich in der Schule auch wohlfühlen. Ja, das ist dann immer die Frage, was sollen wir noch alles und wofür sind wir noch zuständig? Müssen wir das eigentlich jetzt auch noch obendrauf machen? Das waren schon so Fragen, die wir auch diskutiert haben. Aber auf der anderen Seite stand natürlich auch ganz klar die Einsicht, wenn wir nicht dran arbeiten, dann wird es für uns immer schwieriger. Und letztendlich geht es ja auch uns Lehrkräften dann emotional nicht gut, wenn wir dauernd diese Konflikte haben, die dann immer wieder geklärt werden müssen. Gar nicht so arbeitsaufwendig, wie wir zuerst befürchtet haben. Also wenn man sich ein bisschen in dem Programm auskennt, und dafür war ja die Fortbildung gut, dass wir so einen Überblick hatten, dann sind eigentlich die Bausteine für den Unterricht sehr gut handelbar. Also man kennt sich dann ja mit der Zeit auch in diesem Ordner aus, man weiß, welche Spiele, welche Arbeitsideen passen für meine Klasse, und dann ist das relativ gut vorbereitet und kann einfach so genutzt werden. Erfreulicherweise sehen Lehrkräfte das doch positiv. Also es gibt keinen, der sagt, ich möchte das nicht mehr oder ich möchte zurück oder ich will an eine andere Schule, weil mir das hier alles zu viel ist, sondern es wird gesehen, dass wir damit etwas positiv bewirken können, auch für unsere Arbeit, und dass wir etwas für uns selber auch damit tun. Und da gehört eben für mich dieses Programm eigentlich auch mit rein. Also für mich steht im Vordergrund, dass das wirklich so ein schaffbares Programm ist. Ein Programm, was sich gut integrieren lässt. Es ist also nicht obendrauf, sondern es sind Inhalte, die in anderen Fächern auch vorkommen. Das passt in Religion, es passt in Heimatwelt-Sachunterricht, es passt sehr auch in den Deutschunterricht, sich ausdrücken können, mündliches Sprachhandeln. Also da kommt vieles zusammen, was man sowieso abdecken will in den Fächern. Und lässt sich von daher gut integrieren. Und dann dieser Bereich, dass auf die Lehrer, auf die Kinder, auf die Eltern geschaut wird, dass wir also das auch versuchen, miteinander zu vernetzen. Und nicht zuletzt dieses Bausteinprinzip, dass wir wirklich schauen, es ist kein Programm, was man von A bis Z mit jeder Klasse so durchziehen muss, sondern man schaut, welche Schwerpunkte sind jetzt für meine Klasse wichtig und sucht sich das eben raus. Das heißt, so flexibel, wie wir das eigentlich auch brauchen. Der Vorteil ist eben, dieses ist sozusagen fertig vorbereitet. Mir ist schon wichtig, mit so einem Programm zu arbeiten, damit wir auch ganz klar im Blick haben, dass es nicht immer nur um die kognitiven Fähigkeiten geht, sondern dass wir das ganze Kind beschulen, dass wir auch gucken, wie geht es uns und den Kindern in der Schule, damit wir alle gesund bleiben und damit Kinder auch gerne in die Schule gehen. Und ich finde, das ist so ein Rahmen, in dem man sich gut bewegen kann, wenn man mit so einem Programm arbeitet, dass man das immer wieder in den Blick nimmt auch. Und über all den Fachinhalten, die natürlich wichtig sind, und der Wissensvermittlung, aber diesen Aspekt nicht vernachlässigt.